Suchst du nach einer kompakten Leuchte, die richtig Power hat? Heute stelle ich dir die Nuya HS60B vor. Wir testen, ob sie wirklich das hält, was sie verspricht, und am Ende drücke ich noch ein kleines Upgrade. Ich habe mir die HS60B gekauft, weil ich einfach ein Licht brauchte, um meine Videos hier zu drehen. Als sie ankam, war ich echt überrascht von der Größe und der Leistung. Und ich dachte mir, das könnte einige von euch interessieren. Ich weiß, es ist nicht die Art von Videos, die ich sonst mache. Normalerweise baue ich ja so Sachen. Aber am Ende vom Video wandelt hier diese Leuchte in eine starke Taschenlampe um. Die Leuchte kommt in einem kleinen, aber einfachen Koffer, der sie beim Transport gut schützt. Mitgeliefert werden ein Reflektor, ein Silikondiffusor, ein Netzteil und ein USB-C-Kabel. Die Leuchte ist ca. 9 x 8 x 7 cm klein und wiegt nur 320 Gramm. Sie besteht größtenteils aus Plastik, das sich zwar billig anfühlt, aber nicht unbedingt zerbrechlich ist. Durch diese kleine Einstellschraube lässt sich der Aluminium-L-Ständer ausklappen. Leider fühlt sich auch der billig an, fast wie Plastik. Aber immerhin kann man die Neigung damit einstellen. Das Problem ist nur, dass man bei den Winkeln ziemlich eingeschränkt ist. Es gibt feste Stufen und das macht das Einstellen manchmal unnötig kompliziert. Beim Umgang knirscht das Plastikgehäuse der Leuchte, was nicht besonders vertrauenswürdig wirkt. Außerdem ist es echt unpraktisch, die Leuchte irgendwo hinzuschrauben, weil du die ganze Leuchte drehen musst, um sie auf ein Stativ zu schrauben. Das ist wirklich nicht optimal gelöst. Ich benutze aber einen kleinen Kugelkopf, das macht es wirklich einfacher. Der LED-Chip ist durch ein transparentes Plastikstück geschützt. Gut so. Aber es gibt keinen zusätzlichen Schutzdeckel. Der Reflektor besteht aus demselben Plastik wie die Leuchte. Und auf diesen kannst du den Diffusor draufsetzen. Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Hier siehst du den Unterschied, einmal mit dem nackten LED-Chip, dann mit dem Reflektor und schließlich noch mit dem Diffusor. Das Display auf der Rückseite ist klar und gut lesbar. Aber die Drehknöpfe fühlen sich zerbrechlich an. Ich würde die Leuchte also nicht einfach so in meinen Rucksack reinwerfen. Im Allgemeinen ist die Verarbeitung aber ganz okay. Die Nuya HS60B hat eine Leistung von 60 Watt und erreicht angebliche 35.000 Lux auf einem Meter. Das ist viel mehr als die Konkurrenz, was ehrlich gesagt ein bisschen fragwürdig ist. Vielleicht liegt es daran, dass der Reflektor einen hellen Punkt in der Mitte erzeugt, der das Messgerät wahrscheinlich etwas austrickst. Leider habe ich kein Lichtmessgerät, um die tatsächliche Helligkeit zu überprüfen. Aber eins ist sicher, hell genug ist sie auf jeden Fall. Wenn ich drinnen filme, benutze ich sie eigentlich nie mit voller Leistung. Hier zum Beispiel ist sie bei 50%. Die Farbtemperatur lässt sich flexibel von 2700 bis 6500 Kelvin einstellen. Und natürlich kannst du die Helligkeit stufenlos dimmen. Beides funktioniert ganz einfach über die zwei Drehregler an der Rückseite der Leuchte. Alternativ kannst du das auch über die Bluetooth-App machen. Ich habe die App nur für dieses Video mal heruntergeladen, weil ich sie sonst eigentlich nicht benutze. Aber sie funktioniert echt super, das Verbinden ging super schnell und du findest da alle Einstellungen, die du brauchst. Ich werde sie wahrscheinlich öfters mal nutzen, aber ich finde es einfach schneller, direkt an der Leuchte die Einstellung zu machen. Gut, dass man die Option hat. Der Helligkeitsdrehknopf regelt übrigens in einzelne Schritte, was schon mal ewig dauern kann, wenn man die Helligkeit ganz aufdrehen möchte. Zum Glück kann man auch durch Klicken die Helligkeit in 10er Schritte erhöhen. Das ist ganz gut gelöst. Du kannst sowohl präzise als auch schnell die Helligkeit einstellen. Mit einem CRI-Wert von über 97 soll sie eine präzise Farbtreue bieten. Das ist heutzutage Standard in dieser Preisklasse. Also nichts Besonderes. Der CRI-Wert zeigt, wie nah das Licht an das Tageslicht herankommt. 100 bedeutet dabei perfektes Tageslicht. Der Lüfter ist ziemlich leise und schaltet sich automatisch ein und aus, was nervig ist, weil dadurch hört man ihn mehr. Leider lässt er sich nicht manuell ausschalten. Du kannst die Leuchte mit dem Netzstecker betreiben oder per USB-C-Kabel. Ich finde es praktisch, dass man sie auch mit einem Laptop-Netzteil oder einer starken Powerbank betreiben kann. Aber was ich besonders interessant finde, du kannst sie sogar einer schwächeren USB-C-Quelle anschließen. Zum Beispiel direkt an deinem Handy. Natürlich hast du dann nicht die volle Leistung. Gleich komme ich zum Fazit. Aber ich finde, es fehlt ein Akku. Klar, du kannst die Leuchte auch mit einer Powerbank betreiben, aber das ist nicht wirklich praktisch, weil sie hängt dann so rum am USB-C-Kabel und so. Es gibt von Nuya einen Akkugriff, der aber mal eben 50 Euro kostet. Das ist mir ehrlich gesagt viel zu teuer, also werde ich mir einen eigenen bauen. Dafür nehme ich NPF-Akkus, die auch bei vielen anderen Kamera-Equipment benutzt werden. Die sind ideal, weil sie günstig sind und schon ein eingebautes BMS haben. Die Akkus liefern 7,4 Volt und ich werde zwei in Serie schalten, um die Spannung zu verdoppeln. Nach ein bisschen Designen kann ich den Akkugriff 3D drucken und zusammenschrauben. Ich klebe noch diese kleinen Pins fest, löte sie mit dem passenden Stecker zusammen und fertig. Man kann die Leuchte einfach hier befestigen und direkt mit den Akkus verbinden. Funktioniert super. Die 3D-Modelle sind übrigens in der Beschreibung verlinkt. Ich denke, die Nuya HS60B ist eine gute Wahl für alle, die nach einer portablen, aber trotzdem leistungsstarken Videoleuchte suchen. Vom Preis her finde ich sie etwas zu teuer.
Man kriegt sie für ca. 180 Euro. Warum habe ich sie dann trotzdem gekauft? Ganz einfach. Ich habe sie gebraucht für 75 Euro gefunden und für diesen Preis ist die wirklich eine sehr gute Leuchte.